Hallo, willkommen hier bei der Gartenbahner, die Serie. Heute ist bei uns Dampfloktag. Wir lassen einige Züge fahren, wie die kleinen Stains, die sächsische 4K, die kleine Dicke, die BR95. Und jetzt geht's los. Und neben den bereits erwähnten kommen auch noch weitere zu Einsatz. Erst einmal das Fenster aufmachen, damit wir die Züge hinausfahren können. Jetzt noch das Verbindungsbrett drauflegen. Und befestigen. Okay. Nur noch die Stromverbindung ran. Und los kann's gehen mit den ersten Zügen. Aber die Zentrale erstmal einschalten. Ja, die Märklin und die Masterzentrale. Das ist der Kocher. Hier ist alles schön platziert. Zentrale, Netzteil, Empfänger, Netzteil für die Märklin-Zentrale. Die Kabel kommen seitlich raus. Erstmal Strom. Und das Gleis verbinden. Und einschalten. Das ist die Antenne, der Empfänger. Ich gehe schon mal vor das Haus, weil ich bin der Weichensteller. Jetzt wurde an den Kohlewagen hinten am Ende unsere kleine Argolok gehangen und mit dieser werden jetzt alle Wagen rausgeschoben.
Na, ihr habt schon gesehen, bei dem Anstieg haben wir noch etwas Nacharbeit, weil die Dampflok hat es jetzt nicht geschafft mit dem gesamten Wagen, aber das kriegen wir auch noch hin. Irgendein Projekt braucht doch der Gartenbahner. Was hast du falsch gemacht? Was haben wir mal wieder falsch gemacht? Der Stuhl. Wenn ein Stuhl auf den Gleisen steht. Ah, guck mal. Genau auf der Pufferhöhe. Ja. Ah, fast wie eingehakt, ja? Da kommt ein Bonner rein. Passiert. Obwohl, ich gehe gleich mal nachschauen, was sonst noch auf den Gleisen liegt. Nicht wundern. Das muss so sein. Das ist meine nicht verendete Brücke. Natürlich wird die noch etwas mehr ausgestaltet werden. Aber das ist wird meine nicht vollendete Brücke sein. Für mein DeLorean. Genau. Das müssen wir noch wegräumen. Wenn ein Schlauch auf den Schienen liegt, geht's auch schlecht. Sonst noch was? Nein, sieht eigentlich gut aus. Ich will ja nicht sagen, das werden wir dann schon hören, wenn es wieder entgleist. Aber naja. Die erste Lok fährt nun auf den oberen Bahnhof ein. Weitere werden natürlich noch folgen. Ihr seht, die BR50 und die vielen Kohlewagen. Diese beiden Güterwagen kommen jetzt ab, weil so richtig passt es nicht dazu. Wir werden mal die kleine Akkulok holen. Also wieder vor das Haus. Dort steht ja die Akkulok bereit. Und die holt sich jetzt die Güterwaggons. Wenn sie es, kannst du machen. Und was macht man, wenn man will, dass die kleine Lok schnell an ihrem Bestimmungsort ist? Man gibt Volldampf. Das wäre die normale Geschwindigkeit. Und natürlich unreal, Volldampf. Bitte kommentieren. Die ist ja schneller, als wir laufen können. Ja, das ist Eigenbau. Die haben wir selber gebaut. Fehlen bloß noch ein paar kleine Details. Genau, ja. Details. Wie zum Beispiel Warnstreifenkupplung. Thank you.
Als nächstes ist der HSB-Zug dran. Die zweite Lok ist draußen, auf geht's mit der dritten. Als nächstes kommt die 7K. Die nächste Lok brauchen wir unseren Zuglift, weil auf welcher Ebene befindet sich jetzt welche Lok? Level 1, die sächsische 4K und die Harzbatterie. Den Übergang haben wir jetzt hier ausgemittelt. Schiene passt Stoß auf Stoß zu unserem Übergangsgleis. Und hier den Übergang haben wir jetzt auch schon reingesetzt. Das ist Radius 1, da müssen wir natürlich die Lok ganz langsam jetzt herausfahren, weil die Lok muss jetzt zu einem den ersten Stoß überwinden von unserem Zuglift zu diesem festen Brett und dann von dem festen Brett zu unserem Übergangsbrett, also langsam die Züge raus. So, ich fahre mal langsam. Thank you.
Und nur noch die kleine Digger und die Stains. Die Harzballerina von der HSB fehlt noch. Erstmal die Lok anmelden. Ach, da war sie. Die kleine Digge befindet sich oben auf der Ebene 4, also einmal ganz nach unten. Alle Züge sind draußen, die heute fahren sollen, und nun heißt es einfach nur hinsetzen und genießen, oder? Na, dann setze ich mich auch gleich mal hin. Ach ja. Oh, was ist das? Das sieht doch schön aus nach einem neuen Projekt. Ja, ganz neu eingetroffen. Das wird mein oder unser neuer Schatz werden. Daraus wollen wir eine Sitzbank machen. Wir wissen auch schon, wohin. Aber wo, das verraten wir noch nicht, weil das wird irgendwann in einer der nächsten Folgen sicherlich bewerkstelligt. Ich denke mal, eher schnell als recht. Wenn alle nichts. Und natürlich, wer es schon mitbekommen hat, hier, unser Bahnhof sieht schon etwas anders aus. Den haben wir jetzt in den letzten Wochen umgebaut. Wie wir das gemacht haben, das seht ihr in einer der nächsten Folgen. Videomaterial und geschnitten ist schon, seid gespannt. Ich denke mal, in ein oder zwei Wochen wird die erste Folge davon online gehen. Und hier tut sich auch schon was. Einmal als Einsteigen, HSB Richtung Brocken. Wir waren ja selbst ebenfalls zu Pfingsten jetzt auf den Brocken. Also wir waren in Wernigerode,
sind dort eingestiegen, schön in die HSB, sind zum Brocken gefahren. Endlich mal, wart ihr schon mal auf den Brocken und seid mit der HSB gefahren? Wenn ja oder nein, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Uns hat es sehr gut gefallen. Natürlich Nachteil oder Vorteil. Die gesamten Bäume sind weg. Das ist schon Wahnsinn, was dort letztes Jahr gewütet hat. Aber letztendlich, ich würde jetzt sagen, ich kenne es jetzt nur so, weil das war das erste Mal, dass ich dort oben war auf dem Brocken. Ich denke mal, ein positiver Nebeneffekt natürlich zu einem, man kann die Lok sehen. Jetzt, man kann schön in das Tal hineinschauen, aber auch, ich denke mal, ganz wichtig, überall dort, wo jetzt was abgestorben ist, dort kann auch etwas Neues entstehen. Ein neuer Mischwald kann nun dort existieren oder wachsen. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.